Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es im Video schon gelesen. Digga, ich weiß wirklich nicht. Ich hatte in einem Stream versprochen gehabt, weitere Zuschauerpakete aufzumachen, weil das gut bei euch ankam. Ich lasse mal hier kurz einblenden. Ihr mögt das, aber ihr habt mir leider nicht so viele Zuschauerpakete geschickt. Ich habe hier vielleicht 3-4 Pakete oder so. Kann ja auch sein, dass ihr es vergessen habt, mir was zu schicken. Naja, ist nicht so schlimm, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr es gerne machen. Ja, deswegen sind wir wieder im Stream dabei. Und ich habe eigenständig Produkte gekauft, die ich mit euch testen möchte. Ich habe dieses Format bei mehreren YouTubern gesehen. Ich habe mir jetzt auch ein paar Produkte gekauft in Wert von 300 oder 400 Euro. Und möchte diese Produkte testen mit euch, euch angucken, gucken, ob es Sinn macht oder nicht zu kaufen. Und dann werde ich das an meine Mods und an meine Subber auf Twitch verschenken. Deswegen danke, dass du eingeschaltet hast und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin kein YouTuber mehr, ich bin Streamer. Ab sofort nur auf Twitch, Digga. Vergiss Jumbook auf Hauptkanal. Den gibt's nicht mehr, der ist tot. Er wurde abgeknallt von einem Jäger. Ich war ein schöner Vogel, der am Fliegen war. Ich bin eine andere Vogel, der wurde abgeknallt. Habe ich gerade in meinem Stream auch schon erklärt. Scheiß drauf, Digga. So, wir haben hier Pakete. Davon sind 5 Pakete Zuschauerpakete, glaube ich. Und dann noch die anderen Pakete, die ich für mich selber bestellt habe. Dann gehen wir mal los. Ich glaube, das ist ein Zuschauerpaket. Was haben wir denn hier? What the fuck, Digga? Stronger Food. Nur 3,2 Gramm Zucker. 370 Kalorien, Protein, 19 Gramm. Peanut Bulk. Warte mal, steht hier auch eine Nachricht? Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Nein, ich bin 26. Naja, es sind die Super RTL-Synapsen. Als ich noch ganz klein war und meine Mutter putzen war, musste ich das vom Fernseher gucken. Sehr zentral und sehr zentriert gedruckt. Er hätte ja nicht. Das hast du ganz groß machen können. Hey, John, ich verfolge dich seit deinen längeren 5x15-Videos mit Mert. Krank, wie die Zeit vergeht. Ein Dankeschön für die jahrelang unter Haltung. Was kommt jetzt? Habt ihr eine Kleinigkeit bestellt für deinen athletischen Körper? Ne, guck mal, er hat genau so geschrieben. Habt ihr nicht Kleinigkeit bestellt für deinen athletischen Körper bestellt? Er hat zweimal bestellt geschrieben. Ja, du hast einen Job. Du hast einen Job, Bruder. Ich bin über die Jahre von FIFA Tryhard John Brook Zuschauer zu einem Gym Tryhard geworden und könnte endlos Kilos aufbauen. Zwei so Dinger geben dir mehr Kalorien wie Sucuk Toast. Nur ohne Zucker. Ich wohne in der Nähe von Basel, wo du zu Besuch beim König des Klopapiers warst. Der Mann ist eine Legende bei uns in Basel. Zu wild, dass du da warst. Ey, Jam, liebe Grüße zurück, Bruder. Dass du wirklich irgendwo aus der Ferne uns was geschickt hast. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es macht mir ein bisschen Angst. Es könnte doch sein, Jam, dass du ein Pranker bist, diese Schokoladenbar gerade zugeklebt hast, reingewichst hast, Bruder, und dass du willst, dass ich das esse im Stream. Ich guck mir das mal eben hier an. Nein, Mann, das sieht gut aus, Alter. Was sagt ihr, einmal reinbeißen? Ey, für die Leute, die es juckt, ja, John Brook hat schon auf YouTube 100.000 Millionen Mal gesagt, dass er auf Diät ist und so. Mittlerweile ernähre ich mich voll gesund. Also wirklich, ich weiß, ob man mir das ansieht. Wart's ab, Digga, wart's ab. Digga, ich mach immer denselben Fehler, ich rede darüber. Oh, das sieht geil aus, aber, ne? Der sieht doch wirklich geil aus, oder? Das ist geil. Ich sag euch ehrlich, an die Fitness-Junkies unter euch, ne? Boah. Bro. Digga, diese obere Fläche schmeckt wie Lions. Kennt ihr noch Lion's Secret? Diese Werbung von Super RTL. Und in der Mitte schmeckt es wie jeder übliche Proteinriegel. Also wirklich, er schmeckt gut. Boah, das ist schon geil, Digga. Dankeschön, Jam. Ich hoffe, du hast noch nicht reingewichst. Kein Bock auf deine Wichse, sag ich dir ehrlich. So, wir haben Retour gekriegt. Wir haben Retour gekriegt. Wir haben Retour gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Hier ist ein Brief. Und hier eine Box. Das sieht sehr gut verpackt aus, Digga. Hallo, John. Ich verfolge deinen Inhalt schon seit vielen Jahren und schätze sowohl deine Persönlichkeit als auch deinen Content sehr. Ah ja, vielen lieben Dank. Das schmeichelt mir doch. Ich würde gerne als Dankeschön mein eigenes Haarwachs zuschicken. Es wird nicht zum Verkauf angeboten, da ich nebenberuflich als Friseur arbeitende speziell für meine Kunden entwickelt habe. Ich habe zudem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und gründete die Firma Smile Easy. Unser Produkt ist ein Zahnaufhellungsserum, das für ein strahlenweißes Lächeln sorgt. Damit kannst du in deinem Video stets mit einem bezaubernden Lächeln auftreten. Ich hoffe, dieses Produkt bringt dir Freude. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Shop unter smileeasy.de verlinken könntest. Ich soll es ja nicht nur erwähnen, ich muss es doch ja verlinken. Ah ja! Kein Problem, ich habe im letzten Stream gesagt, wenn ihr Startups habt und eure Werbung machen wollt, Walla, kommt zu euren AB. Kommt zu euren AB. Verlinken wir jetzt nicht, aber den Namen habe ich erwähnt. Okay? Normalerweise kostet das bei deinem Bruder 5000 Euro, damit du Bescheid weißt. Also, Waje, was denn jetzt? Gel und Gel für die. Für Mund und Haare oder? Okay, das ist einmal das, was man auf seine Zähne macht. Das ist Haargel. Warum ist das so staubig, Amanakweme, ja? Warum hat so viele Fussel? Kleiner Fun Fact noch von mir. Wusstet ihr, dass meine erste Geschäftsidee auf YouTube, bevor ich Klamotten machen wollte, ich wollte Haarwachs machen, Digga. Bestimmt wäre ich Millionär durch Haarwachs geworden. Aber ey, ich sag euch ehrlich, ich bin noch immer nicht abgeneigt davon, weil ich meine Haare ja wieder nach hinten mache und so. Das riecht gut, das riecht sehr gut sogar. Es ist so ganz, es ist kein Da Vinci Code. Nee, glaub mir nein. Ich werde den jetzt eh nicht benutzen. Aber er riecht super. Das riecht richtig gut, Digga. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Also ich bin immer noch nicht abgeneigt davon, Haargel zu machen, aber die Jugend heutzutage hat gerade einen Haartrend, was nicht so viel mit Haargel zu tun hat. Sei mal ehrlich. Es riecht super. Es erinnert mich voll an Istanbul, Bruder. Taste Test. Ich kann jetzt Haargel ganz bestimmt nicht essen. Ich werde es probieren. Mit Armin zusammen werde ich es probieren. Sehr geil. Dankeschön. Wir haben schon wieder einen Brief gekriegt.
Hat jemand ein Buch bestellt? Ein Buch. Hat jemand einen professionellen Leser bestellt? Eins in den Chat. Hallo Janabe. Wir, Linus und Mohammed, schauen seit mehreren Jahren deine Videos. Walla, die ganze Welt, ganz Deutschland hat meine Videos geguckt. Seit Jahren. Es ist kein neuer Zuschauer dazugekommen oder so. Die haben alle meine Videos geguckt. Ich mach Spaß, Mann. Sowas macht mich doch glücklich, Bruder. Das sind Menschen. Guck mal, ein Mensch hat das abgetippt und mir geschickt. Selbst wenn er das mit AI geschrieben hat. Und feiern deinen Content sehr und wollten dir mal ein Zuschauerpaket von unseren Produkten zusenden. Finde ich gut. Auch wissen wir, dass du gerne reist und in den Ländern, in denen du dann unterwegs bist, ihre Regionsspezialitäten immer probierst. Das stimmt. Mittlerweile reise ich sehr wenig. Mehr privat. Privacy. Ich reise auch demnächst nach Dubai an der Stelle, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe 100 Mal gesagt, ich würde niemals nach Dubai wieder gehen, aber ich werde es wieder tun, weil ich ein Heuchler bin. Als du 2022 in Korea warst, waren wir tatsächlich auch dort für unsere Auslandssemester und sind dort der asiatischen, by the way, chinesischen Medizin noch näher gekommen und haben uns dann dazu entschlossen, dies nach Deutschland zu bringen. Na, das habt ihr Viagra gemacht? Unser Vital Pils Tees? Digga, was für ein Name, das macht mir Angst. Vital Pils Tees. Wo haben wir da gekommen? Wollen die mir, oder? Die wir selbst täglich nutzen, sind eine Fusion aus traditioneller chinesischer Medizin und verschiedenen natürlichen Teesorten entwickelt, um die Vorteile dieser wunderbaren Pilze für alle zugänglich zu machen. Einfach, er will mich umbringen mit LSD. LSD-Pilze, Digga. Ich werde, nachdem ich das getrunken habe, einfach zum Drogenjunkie. Wir schicken dir nur unsere Bestseller, Mental Boost und Good Morning. Mental Boost mit Cordyceps und Hirizium verbessert Konzentration und Gedächtnis. Perfekt für deinen Podcast. Perfekt für deinen Podcast. Ah, danke. Einer hat mitgedacht. Ich brauche diese Konzentration im Podcast. Good Morning kombiniert Corti Peace oder wie das heißt und Shit Take. Walla, es steht hier Shit Take. S-H-I-I-T-A-K-E. Shit Take. Achso, Shit Take, damit du kacken kannst. Also, Linus und Mohammed, erstmal vielen lieben Dank für euer Paket. Ich gucke mir das jetzt sehr gerne an. Haute vergiftet wäre. Guck mal, hier ist deren Logo von den Jungs. So. Good Morning. Hier ist einfach ein Koreaner drin, glaube ich. Er wurde zermalt. Bruder, ich kann das ja in meine, keine Ahnung was, reintun. Und Haschrauch. Ja, und Teebeuteln. Also Jungs, ich sag euch, wie es ist. Ich hoffe, ihr vergiftet und bringt mich nicht um. Ich werde das Ding hier rauchen. Spaß. Ich werde die beiden mal probieren. Ich nehme die mit. Warum denn nicht? Warum soll man denn der Jugend von heute nicht Support gönnen? Ich werde euch Bescheid geben, ob das gut war oder nicht. Okay, ich nehme die mit nach Hause. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Super, Digga. So machst du Spaß. Oder nicht? Eins in den Chat. So. Es geht wieder los, Walla. Ich will nicht so auf Walla sagen, ich sag dann deswegen, es geht wieder los, wirklich. Keine Retoure. Oh mein Gott, aber davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst, das mache ich als letztes auf. Osnabrücker Sanitätshaus. Digga, was seid ihr für Menschen? Guck mal, das Sanitätshaus bezahlt diese Scheiße von unseren Steuern, okay? Ja, ne, und ich bin ein sehr großer Steuerzahler. Mehr oder weniger habe ich das Ding auch mitfinanziert, okay? Wie wir alle auch. Und ihr erdreistet euch, das zu bestellen und zu mir ins Lager zu bestellen, ja? Das ist nicht Umut, Digga. Umut hätte safe Grüße da gelassen. Also, ja, Selfcare, dies, das. Vor dem Ding habe ich sehr viel Angst und Respekt. Digga, Backschiene. Eine Frage an euch, ne? Ihr habt ja gesehen, hier sind so Inspektion. Inspector Gadget, Digga. Hier sind so Desinfektionssachen drin. Kann man ja im Lager gebrauchen. Aber jetzt eine andere Frage, ne? Was denkt ihr? Ihr werdet niemals drauf kommen. Das ist das Ding. Geht gar nicht. Ich kann mein Leben lang live sein. Ihr werdet niemals erraten, was hier drin ist. Los, schreibt rein. Wassermelane, Bockenwald, nein, Bockjock. Plüschtier, Hakam. Ein Elefant. Ja, es ist schon süß, ist das, aber was hat diese Inspektion, Digga? Hat jemand eine Autoinspektion bestellt, Alter? Ich nicht. Was haben diese Desinfektionsmittel mit diesem Elefant jetzt zu tun? Ja, was denkt man sich dabei? Mehr ist hier nicht drin, ich schwör auf alles. Die beiden waren hier drin. Wer auch immer du warst, dankeschön. Okay, danke für den Elefant und danke für... Das ist ein Aschenbecher, ich rauche nicht, verdammt. Okay, ein Zuschauerpaket haben wir noch. Digga, noch ein Brief. Hey Bro, würde mich über deinen Support freuen. Sind mittlerweile in 150 Edeka Rewe-Märkten und wachsen stetig. Rabattcode für deine Follower, Jan10. 10% Rabattcode. Arabin ich hakkında konuşalım Bro. Saygılar ve sevgiler, Fatih. Bruder, er hat mir das nochmal geschickt, seine Süßigkeiten. Er gibt mich auf. Aber ey, Respekt, dass ihr in Edeka und sowas drin seid. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen für Eistee, Kapi? Spaß beiseite, Eistee will ich in den deutschen Märkten und in den türkischen Märkten nicht mehr sehen. Ich werde sie online verkaufen demnächst, inshallah. Gucken wir mal, wenn mein Plan aufgeht im Sommer. Schauen wir mal. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich habe deine Süßigkeiten von der letzten Ding schon probiert. Die waren gut und die nehme ich auch dankend mit. Vielen lieben Dank. Okay, meine Damen und Herren, das waren jetzt die Zuschauerpakete. Und wir bleiben auch direkt dabei, falls du auch in einem Video da erwähnt werden möchtest, etwas für mich hast und mir geben willst, in der Videobeschreibung ist eine Adresse, da musst du über DHL was zuschicken, sonst kommt es nicht an. Nur über DHL. Vielen Dank. Die packe ich dann jeden Mittwoch im Stream aus. Und alle 2 Wochen. Kannst du was Schönes für mich malen, wenn du denn möchtest. Die Wände sind noch frei. Vielleicht kannst du was Schönes malen. Okay, damit dieses Format nicht zu kurz kommt, habe ich noch selber Produkte bestellt, die ich euch verschenken will oder sie testen möchte. Vielleicht sind sie ja interessant. Das war aber sehr random. Also ich habe einfach einen Kollegen dazu beauftragt, ey Bro, geh mal auf TikTok, guck mal bitte, was so abgeht. Und dann bestelle ich einfach willkürlich blind drauf. Und dann habe ich einfach genommen, geguckt, getakt, gar nicht mehr nachgedacht. Wollen wir mal gucken, was euer Bruder für euch hat.
wir machen so. Ich tue hier hin und dann nehme ich eins und dann testen wir. Das ist das erste, was in meine Hand gekommen ist. Ein Projektor. Multimedia-Projektor. LED Sucre. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich habe es einmal bestellt. Wir gucken jetzt. Kennt ihr das? Ihr seid doch auf TikTok, ich weiß. Okay. Das Packaging ist schon mal gut. Riecht nicht nach China. Ah, okay, doch. Wir haben einmal das. Sieht so aus, folgendermaßen. Wie kann ich das... aha. Und was kann ich dann projizieren? Das, was ich auf mein Handy gucke? Meine Mutter würde sagen, kann das kochen. Strom und eine Fernbedienung. Wollen wir es testen? Oh doch, es hat HDMI und USB. Och nee, wie soll ich das denn testen, wenn ich keine HDMI-Kabel habe? Scheiße. Warte, vielleicht können wir ja trotzdem an die Wand projizieren, ohne dass wir was übertragen. Checkst du, wie ich meine? Wir gucken jetzt, warte mal, wir gucken jetzt. Wollen wir das Licht ausmachen gleich? Ich würde sagen, ich stecke den jetzt an, sodass er die Wand da projizieren soll, okay? Das erste, was ich jetzt schon zu bemängeln habe, ist, dass der Kabel viel zu kurz ist. Also das Netzwerkteil. Bei Fußball im Garten mit Pfeife und Beamer, ja, aber wo willst du es hinbeamen? An deinen Arsch? Oder hast du einen fetten Freund, an den du das deinen Körper beamen kannst? Aha! Aha! Warte, wie geil, warte mal! Digga! Mit Effektnamen, Akim! Digga, das macht gerade Miesburg. Du gibst mir nicht. Ja, wirklich! Psch, kurz Licht ausmachen. So, okay. Jetzt warten wir jetzt mal eine Sekunde. Nein, das ist nicht spiegelverkehrt. Achso, ja. Bei euch liegt das spiegelverkehrt, weil meine Kamera spiegelverkehrt ist. Nicht erschrecken, weil meine Logos ja auch spiegelverkehrt sind. Aber Digga, ich sag euch ehrlich. Soll ich mal die LEDs kurz ausmachen? So, jetzt wäre alles aus, zum Beispiel. Digga, ich sag euch ganz ehrlich. Digga, das wirkt jetzt auf Kamera nicht so gut, aber ist der Beamer laut? Nein, er ist nicht laut. Der hat hier so einen kleinen, guck mal hier, so einen kleinen Lüfter. Er macht gar keinen Krach, Bruder. Digga, mies entspannt. Stell dir mal vor, du hast keinen Fernseher. Bro, die sollen mir mal Geld bezahlen für dieses Placement. Warte, vielleicht komme ich jetzt auch auf YouTube. Ah, ich habe hier keine Batterie drin. Scheiße, ich habe keine Batterie drin. Aber Digga, immerhin hast du eine YouTube-App. Du hast Netflix, Google Play. Voila, nicht schlecht. Wie viel hat der gekostet? Soll ich mal nachgucken? Ist das der Samsung-Beamer? Nein, der heißt Mekubi. Ich komme aus einer Zeit, Digga. Da gab's Röhrenfernseher. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine kleine Wand in deinem Zimmer als Kind. Das Ding, ich gucke jetzt, wie teuer das ist, okay? Der kostet tatsächlich 100 Euro. 100 Euro kostet der. Lohnt sich die 100 Euro? Kann ich euch nicht zu 100% sagen, weil ich noch nicht die YouTube-Qualität und sowas getestet habe. Aber vom ersten Eindruck für einen Huni, dass man den Bastard mitnehmen kann. Digga, wisst ihr, wie oft im Ausland ich sowas gebraucht hätte? Digga, einfach random irgendwo kannst du es ja machen. Und wenn er HDMI hat und auch USB, Digga, damit kannst du viel machen. Jetzt hört mal zu. Der hat Google Play Store. Du könntest dir IPTV draufholen. Wenn du das Ding mit deinem WLAN verbinden kannst, und das kannst du bestimmt, kannst du dir IPTV draufziehen und dann gib ihm. Nee, du brauchst Strom. Ja, stimmt. Aber in Hotelzimmer hast du auch voll auf. Was ist mit dem Sound? Leider nicht testen können. Leider nicht testen können. Aber ich merke mir das für die nächsten Folgen, okay? Dass ich dann auch gewappnet bin und gucken muss, was ich noch dazu holen muss und so, ja? Den ersten Eindruck fand ich sehr, sehr nice. Digga, so ein kleines Ding kannst du in deinen Arsch stecken einfach. Weißt du, was ich meine? Aber nicht in meinen Arsch. Will den einer von euch haben? Ich hab ihn angefasst. So. Unser erstes Produkt. Okay. Was haben wir als nächstes? Astronauts. Sternhimmelmäßig. Was habe ich dafür bezahlt? Hat gekostet Costa Quanta Arschritze 33 Euro. Wollen wir mal gucken, was der Bruder so drauf hat. Ach, das ist ein Astronaut. Ah, lol. Das ist ja eine Figur. So einen habe ich auch. Ehrlich? Kennt ihr den von Insta? Es sind halt Produkte, die ich meinen Kollegen gesagt habe. Also er soll mir ein paar Produkte rausfinden, die so viral gegangen sind. Und dann testen wir die. Und ich finde es krass, dass einer von euch das hat. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Mannequin. Cool, ey. Und ihr wollt mir jetzt sagen, dass er von hier dann... er macht einfach einen Sternenhimmel damit, oder was? Und den kannst du so aufstellen mäßig. Okay, dann gucken wir mal rein, Alter. Der Astronaut hat doch einen Untersatz, dass du den dann so drauf machen kannst, glaube ich. Digga, sein Kopf ist ab. Sein Kopf ist ab. Wie war der denn jetzt hier drauf, Mann? Okay, ist ein Magnet. Sehr unpraktisch irgendwie, das Teil. Das hier, dass man... Leute, der Untersatz ist unnötig. Es haftet sehr schwer. So machst du den drauf und es ist magnetisch. Ihr seht hier, ist so ein Magnetteil. So, und dann kannst du dann auch deinen Kopf und so drehen, weil hier der Beamer drin ist. Ist nicht so krass auf den Bildern leider. Bruder, ich sag dir ehrlich, das sieht schon mal cool aus. Also ich finde, das sieht genauso aus wie hier. Also das Teil. Gucken wir mal, ob es auch so Licht macht. Noch ein Funfact. Seid ihr bereit? Ich komme von einer Zeit, das werden nur und die älteren Zuschauer checken. Wir haben Sterne-Sticker gekauft. Also so Sticker, die du an die Decke kleben konntest. Und wir waren so broke, Digga. Oder die Tapete, die ich hatte, das ist immer abgefallen. Die sind immer abgefallen, Digga. Könnt ihr euch daran erinnern? Hattet ihr auch sowas? Boah, Digga. Neongelbe, ja. Das ist schon Nostalgie gerade, oder? Und guck mal, was die Menschheit jetzt gerade für 33 Euro produziert hat. Dass du damit einfach einen Sternenhimmel hast. Unglaublich, oder? So, jetzt müssen wir den an Strom bekommen. Machen wir mal beim USB dran. Ihr seht mich ja eh hier. Hier ist Strom. Aha! Oh, wartet, Digga, wartet! Wartet! Ich mach nochmal aus alles.
Oh, müsste ich geben, Digga, wie du denn? Wartet, Digga, ich hab Schock bekommen. Digga, ich fühle mich gerade wie ein Kind. Ich mache eben die Lichter aus, ja? Licht aus, Licht aus. Es ist dunkel. So, jetzt zieh euch mal diesen Scheiß hier rein, Digga. So. Andere Farben. Oh, da müsste ich geben. Wow, Dicker. Digga, seid mal ehrlich. Na, ohne Spaß jetzt. Wollt ihr mir sagen, dass das für 33 Euro nicht geschenkt ist, Bruder? Guck mal, ich mach mal andere Farben. Also, das ist das grüne Licht, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich hoffe, ihr hört mich. Du kannst die Farben switchen per Knopfdruck. Guck mal, das sind die Farben, die man wechseln kann. Ich finde diese... Obwohl, Digga, das ist schon schön. Bruder, guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Von dieser Linse hier kommt das Licht raus, wenn du Knöpfe drückst. Für 33 Euro ist das geschenkt, Bruder. Ich hab Restman für meinen Stream, ne? Digga, für meinen Stream habe ich LEDs gekauft von Goof für hunderte Euros. Philips für hunderte Euros. Allein meine Beleuchtung, die ich gerade an- und ausgemacht habe, ne? Die hat mich bestimmt 300 Euro gekostet. Dieses Drin kostet 33 Euro und hat fast den ganzen Raum beleuchtet. Digga, krass. Bruder, ich find's extrem. Ich will ihn sogar behalten gerade, so ein Ding. Digga, das ist so eine entspannte Atmosphäre gerade, oder? Wir tun mal gerade so, als wären wir alle in Trance. Tut ihr mir alle einen Gefallen und schreibt einfach ein Herz in den Chat, Digga. Lass uns mal kurz die Ruhe genießen. Just imagine, ich bin ein kleines Kind, Digga, und liege so und guck mir das beim Schlafen an. Digga, Hanne, was denken sich Leute, die gerade in den Stream reinkommen? Oder so von... Wir tun mal so ganz kurz, als würden wir schlafen, ja? Wunderschön. Ich hoffe, alles sehr schön. So, ich mache ihn jetzt mal wieder aus und meine Normallichter wieder an, ja? Hält bis morgen Abend. Digga, das hält so lange, wie du Strom drin hast. Und er hat nur über den USB Strom bekommen. Sollen wir die Scheiße auch bewerten, Digga? Dann werden wir schon machen, dann vernünftig, oder? Also ich würde sagen, für das erste Produkt, den Beamer, das so 100 Euro kostet, ich weiß nicht, ob ich aus einer wohlhabenderen Sicht gucken kann, weil ich verdiene ein bisschen mehr Geld als andere, ohne jetzt wieder auf cool zu machen. Wenn ich den Ton teste und das Bild immer noch flüssig ist und weder, ist es ein sehr geiles Produkt. 100 Euro so, ja, würde ich auch eine 7 von 10 geben. Aber bei dem hier, Bruder, Digga, da brauche ich nicht zu übertreiben. Also auch nicht auf Dings zu machen. Ich finde es richtig gelungen. Für 33 Euro kann man nicht meckern, Bruder. Das ist eine 10 von 10. Dieses Ding ist wirklich krass, Bruder. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht. Weiter geht's. LED-Lights, Flights. Was ist das denn für ein Scheiß, Digga? Okay. Ein Ball? Kann der Bastard fliegen? Okay, er hat auch einen USB-Eingang. Heute LEDs, du sagst, nein, Mann, das ist wirklich Zufall. So, stecken wir das mal an. Also hier ist ein On- und Off-Knopf. Aha. Okay, es hat Licht. Bock war da, Mann, okay. Ja, und jetzt? Was soll ich damit machen? Kann das in meiner Hand fliegen? Wenn du wirst, fliegt er in deiner Hand zurück angeblich. Sägt er denn, Digga, als ob. Nie im Leben macht er das. Der kommt wie ein Bumerang zurück. Ja, und jetzt, Alter? Also ich finde nicht, dass er zurückkommt. Was ist für ein Scheiß? Ich finde nicht, dass er zurückkommt, Digga. Oh, oh, dann ist die Kiel! Oh, dann ist die Kiel! Digga! Digga! Digga, what the fuck? Er dreht durch! Er dreht durch! Oh, Digga! Er kommt nicht zu meiner Hand zurück! Digga! Ich fühle mich gerade so, als wäre ich ein Neandertaler, der Feuer entdeckt hat. Mach's doch nochmal! Wieso macht das jetzt nicht mehr? Hä? Wie aktiviere ich das, Digga? Nach oben werfen und darunter halten. Oh! Digga! Okay, ich hab's verstanden jetzt! Digga! Er fliegt weg! Er fliegt weg! Digga, er steckt jetzt auch dran! Bruder, er ist versteckt mit ihm, Mann! Digga, er ist weggeflogen! Wie soll ich denn zurückkommen? Habt ihr es gesehen? Bruder, wie soll ich denn jetzt rankommen, Alter? Scheiße, Mann, ich bin zu klein! Wartet! Ich bin immer noch zu klein! Hab ihn! Okay, ich hab's verstanden jetzt! Hier ist ja ein Windrad. Und wenn das so nach oben guckt, so, dann lädt er sich auf, wenn du ihn hochschmeißt. Also noch einmal! Digga, seht ihr das? Es kommt auf meine Hand zurück! Wenn man den Ding drauf hat, fühlt sich wie so ein Marvel-Charakter! Guck jetzt! Ah! Ah! Aber dann ist die Kelle leer! Ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind! Nein! Guck jetzt, ja? Habt ihr gesehen? Ich bin Zauberer! Jetzt gucken wir mal, was ich für den Scheiß bezahlt hab. Digga, ich fühle mich wie so ein Neandertaler ohne Scheiß jetzt. Was schätzt ihr, Digga? 30 Euro. 30 Euro? Da sage ich ehrlich, von 1 bis 10, was würde ich dem Bastard
geben. An sich ist es ja cool, Digga. Autismus kickt auf jeden Fall. Kommt nie zurück. Also ja, vielleicht muss ich das auch noch proben oder wie man das vernünftig spielt. Aber zurückkommen tut der jetzt eher weniger. Gibt es bei Temu für 5 Euro. Ehrlich, ja, dann würde ich euch das gar nicht vorschlagen, das zu kaufen. Es war interessant und lustig, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Okay, ehrliche Note, 5 von 10. Kann man machen, muss man aber nicht. Und 30 Euro, weiß ich nicht, Digga. Da bin ich mit dem Astronauten viel cooler für den Preis. Was haben wir hier noch? Penemo. Digga, ich weiß nicht, was das ist, wirklich. Oder das ist dieses Spielzeug von Türkei Istanbul am Meer. Echt, Alter? Wo die Leute immer so hochschmeißen, ne? Stimmt, Digga. Also ich sag euch ehrlich, diesen Ball würde ich nicht kaufen. Ah, ich weiß. Digga, das ist ein kleiner, so gesehen, wenn ihr es so haben wollt, ein kleiner Etikettendrucker. Das kann man mit seinem Handy verbinden. Und wisst ihr, warum ich das geholt habe? Genau, für Spicker. Versteht ihr, wie ich meine? So, hier sind Filme. Ananistik geben. Ein Film schon mal weggerollt. Tut mir leid an den Subscriber, der das von mir kriegen wird. Du gehst zur Schule? Aber natürlich. Ich weiß nicht wieso, aber alles funktioniert heutzutage wohl nur über USB. Gucken wir mal uns den Hasen an. Wie mache ich den denn auf? Ah, okay. Hier kommt ein Film rein. Ihr packt das hier aus. Ihr packt das direkt aus und tut direkt einen Film rein. Und schon haben wir einen Film. Türken lesen keine Gebrauchsanweisung. Türken brauchen auch keine Gebrauchsanweisung, okay? Kann ich den auch mit Bluetooth verbinden oder mit meinem Handy? Das finde ich geiler, wenn ich ehrlich bin. Weil das so ein Spicker, den man in der Pause dann zusammen macht. Ihr verkauft diese Spicker einfach in der Schule mäßig, checkst du? So. Erstmal verbinden wieder. Alles klar, ich wollte den hier reinstecken. In diesem Loch. Das ist natürlich unschön. Für das Loch. Digga. Unangenehm. Ich schalte euch mal kurz zu meiner Zentrale, damit ihr mich seht. Ich hab's hier in der Hand. Er ist an. Und jetzt kann ich nichts damit anfangen. Nee, den checke ich jetzt nicht. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch hier mit dem Produkt nicht helfen kann. Müsst ihr selber googeln. Der Etikettendrucker kostet 38 Euro. Okay, wir haben noch eine Packung. Boxhandschuhe. Also, es ist ein Boxsack. Gucken wir mal, Digga. Das könnte ich gebrauchen. So, so ein Saugding. Hast du so ein Teil? Schraubst es dran. Was war die Regel? Türken brauchen keine Gebrauchsanweisung, richtig. Dann machst du das drauf zum Schutz. Könnte auch ein bisschen falsch aussehen. So, dann ist das auch geschützt. Dann kannst du das an deinen Tisch dran machen. Mäßig. Oh, dann ist Zikim, Digga. Er hat meinen Tisch aufgesaugt. Guck's dir an. Guck's dir an. Chat, guckt's euch an. Seht ihr das? Digga, ich krieg's nicht mehr ab. Ah doch, wir machen's anders, Digga. Guck jetzt. Nee, auf einer Wand klebt sich, nur an einer Tischplatte. Guck mal, das geht durch Schwerkraft, durch Physik an der Tür. Ja! Ich krieg ihn nicht ab! Ah! Digga, wie krass! Das ist diese Toilettentaktik, Toilettenpumpe. Guck mal, wenn der so dran ist, ne? Ich kann ziehen, gewalttätig, links, rechts machen, passiert nichts. Sobald ich aber hier reinfasse, ist es direkt ab. Habt ihr verstanden? Toilettensaugknopf. So, jetzt haben wir noch den Bidet. Und was ist das hier? Eine Pumpe. Aha, guckt jetzt. So. Dann hast du hier eine Pumpe. Und hier ist ein Eingang zum Pumpen. Machst du drauf. So. Und dann wird gepumpt, Digga. Ja, wo ist diese Aluminiumspitze, Bruder? Noch nie ging sowas so. Digga, haben wir uns wieder blamiert am Anakim, ja. Ich kann einfach bei Universum-Boxen mitmachen jetzt. So. Leider passen die mir nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig, Digga. Nadel ist in Pumpe. Ah! Ja, das ist der Beweis, meine Damen und Herren, dass ich noch nie eigentlich mein Fahrrad aufgepumpt habe oder meine Bälle. Natürlich müsst ihr das hier auch reinschrauben. Ich mach doch nur Unterhaltung, Chat. Ich wusste das doch schon von Anfang an, Digga. Die Frage stellt sich nur, wenn ich das jemandem schenke, Digga. Wie soll ich den wieder entpumpen? Stell dir vor, der platzt jetzt. Gänsehaut, wie er pumpt. Fick dich, Achtern. So, und schon haben wir einen. Okay, gucken wir mal. Und jetzt? So oder was? So oder was? Wie soll ich gegen den boxen? Sehe ich aus wie Dings? Mein Test? Normalerweise war das ja für den Tisch. So. Hey, normalerweise ist das für deine Tischplatte. So steht's in der Beschreibung. Weiß ich nicht, Digga. Wenn ich das an meinen Tisch mache und dagegen boxe, Bruder, ist Feierabend. Guck mal, es hält auch nicht mehr so ganz. Wartet. Es sieht sehr pervers aus, Digga. Ich sag nicht, wie es ist. Weiß ich nicht, Bro. Sieht komisch, ich find's auch sehr, sehr komisch. Ich werde erst später sehen, wie das aussieht. Von der Ferne sehe ich das gar nicht so gut. Ja, also meine Bewertung für dieses Ding. Gucken wir mal, wie teuer. 23 Euro. 3 von 10. Ich wüsste halt nicht, was ich damit anfangen soll. So ein größer und Dings wäre geil, wenn du so Boxtraining machst. Aber das bringt ja mal gar nichts, Bruder. Ja, okay, komm. Ich sag euch ganz echt, 2 von 10. Lohnt sich wirklich nicht, Digga. Dann würde ich sagen, das reicht erstmal fürs Erste. So, folgendermaßen. Ich werde im nächsten Stream Leute aussuchen und diese Subbot-Generator machen und dann euch einfach aus
auswählen und ihr könnt dann gewinnen diese, okay? Und ich glaube fürs YouTube-Video, weil keiner was mit diesem Boxsack von uns hier im Chat zu tun haben möchte, wenn du diesen Boxsack haben willst, unter diesem YouTube-Video einen Kommentar, werde ich diesen Boxsack geben. Schreib einfach Box und schreib mir einmal auf Instagram, das war's. Okay, dann soll es mit den Paketen gewesen sein. Ich habe virale TikTok-Produkte getestet und ich habe Zuschauerpakete aufgemacht. Schöner wäre es, wenn ich einzelne Videos draus mache, aber jetzt haben wir mal einen Mix draus gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich Produkte kaufe und weiterhin teste, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr wollt, dass ich weiterhin eure Pakete auspacke, dann schickt sie mir gerne zu. Die Adresse zum Pakete schicken ist ganz oben in der Videobeschreibung. Du kannst dich auch selber einpacken, wenn du willst. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Passt auf euch auf.